Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Harry Potter und der Stein der Weisen. Heute mit einer guten Runde, denn wir sind fast am krepieren. Irgendwo hier muss, oder ist ja, ich hab's letztens gehört, ein Froggy Frog Frog unterwegs. Und das scheint mir so, weil ich das in Erinnerung habe, wir haben ja, Scheiße, wir haben ja vorhin, sind wir hier schon hochgekraxelt, aber das große Problem war, ich habe eine Pause eingelegt und habe gesehen, oh, ja, das Spiel läuft irgendwie noch im Hauptmenü, aber sobald wir reingehen, stockt, stottert und hat es nicht gesehen, also es war nicht mehr spielbar. Und ich habe keine Ahnung, und dann habe ich das Ding neu gestartet, ne? Also demnach, tut mir leid, falls jetzt das... Schon. Da ist jetzt ein Frosch drin, oder was? Nö. Aber hier oben scheint mir noch was zu sein. Gut, dann machen wir das kurz. Oh. Sauber. Was ist denn hier? Und hier ein Speicherstand. Okay, tschüss. Ist das hier alles secret-mäßig oder wie ist denn das jetzt? Aber es ist alles hier irgendwie secret-mäßig. Da haben wir irgendwie gar nichts. Wirklich, wir haben ja hier. Das hätten wir nicht entdeckt. Wären wir nicht so gut, ne? Und sag ich schon, hier unten ist ein Versteck. Oh, nö. Ist nichts. Na gut. Habe ich wohl getäuscht an der ganzen Sache hier. Uah. Warum auch nicht? Täuschen ist doch menschlich, oder? Ah, da hinten. Oh, 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 noch ein Froggy. Gesagt, flippier dich mal. So, danke sehr. Sehr komisch gerade aktuell. Okay, dann war ja nichts dabei. Also ist nichts, ne? So wollte ich es mal sagen. Hagrid wohnt aber auch ein bisschen ganz doof in der Geschichte. Incendio. Incendio. Das war jetzt total falsch. Oh. Ach, der Baum. Genau, der Baumstamm dreht. Ole. Da sind wir vorhin durchgegangen, ne? Hier durch. Das ist ja ein Secret. Incendio. Incendio. Hätte ich echt nicht erwartet, aber na gut, es ist ja Harry Potter und es ist ein Spiel aus den Jahren 2000. Hast du nicht gesehen? 2001, glaube ich, ne? Genau. Und das ist ja damals, ich sag's mal so, noch normal, dass man solche Secrets hatte und hast nicht gesehen. Ui, was ist denn hier los? Ist hier... Na gut, das war jetzt nicht so klug. Dann nehmen wir die noch auch mal kurz aus. Und das auch noch.
Wir können wirklich nur zaubern, 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 zaubern. Und hier geht's noch rein. Was ist denn da los? Secret um Secret. Unfassbar. Ich glaube, das spieletechnisch der Secrets Maze ist es wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut. Habe ich schon einen Pfeil gesehen? Okay, ansonsten. Hier geht's noch weiter. Mann, ich. Keine Ahnung, wo es hier hingeht. Ich bin da echt ein bisschen verzweifelt aktuell, wo es jetzt dann am Schluss hingehen soll. Ne. In der Luft. Warte mal cool. Boah, das ist gerade echt leise geworden. Wen haben wir denn hier gesammelt? Ich glaube ihn. Bon Brigitte. 1492 bis 1560 entwickelte den goldenen Schnatz. Oha. Na dann, würde ich mal sagen, lieber nicht mit ihm rumhängen. Haben wir mal hinter einer Truhe noch eine Truhe gefunden und das ist dann. Das ist ja echt geil. Ich liebe das Spiel jetzt. Also wirklich, ich liebe Spiele. Ich liebe nicht nur die Filme. Achso, ich dachte, oh, da würde es immer weitergehen, aber gut ist. Dann gehen wir hier noch hoch. Es gibt überall was zu tun und überall was zu erledigen. Da hinten ist Hagrid, aber das machen wir uns natürlich noch nicht zu Ude. Die Wände sind hier teilweise ein bisschen komisch, aber es tut nichts zur Sache, ehrlich gesagt. Es ist mir wurscht. Aber nur die Frage, warum wohnt Hagrid in so einer Kack-Gegend? Das muss doch anders werden. Das siehst du, ne, wir hier eigentlich nur auf dem Weg zu Harry Potter, zu Hagrid und das ist schon ein riesen verdammter Kack-Umweg. Wir sind also ein Weg. Na siehst du, da geht's ja auch mal, da geht's auch mal irgendwo hin. Das ist ja unfassbar. Und das ist hier überhaupt. Muss ich überhaupt hier hochkommen, haben wir auch irgendein Secret in dem Sinne erfüllen müssen, ne? Oder kommen wir hier hoch? Haben wir hier irgendwo optionsmäßig? Upsi, ah, okay. Ja gut, ich meine, wir müssen da hinkommen. Unsere Pflicht ist es, dahin zu kommen. Harry, hier drüben. Komm mal vorbei. Muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum.
deinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Kann der jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Oh oh. Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Harry, kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Mhm. Das war aber nicht so im Film, ne? Das war echt nicht so im Film. Das war nie so besprochen. Also wirklich. Das war nie so. Hallo. Wie schick. Guck mal hier durch. Könnte man. Ne, wir können ja nicht crouchen. Das ist ja. Naja. Wir müssen die im Kellerchen zaubern. Also hier im Gewölbe. Aber ich frage mich jetzt eigentlich, ob das auch hier möglich ist, mal ein bisschen rumzugehen. Das ist ja der Hintereingang, ne? Nur, der ist nicht verbunden. Okay, der ist nicht verbunden. Na klar, im ersten Teil hat er, glaube ich, nur wirklich so ein Schwubbelhaus. Mehr nicht. Im dritten Teil, das weiß ich sogar, hat er einen Hintereingang, ne? Aber das spielen wir übrigens auch noch, ne? Ich habe da den ersten bis zum dritten Teil. Haben wir hier. Hallo? Was ist das für ein Vieh? So rum. Weg, du Dovi. Hä? Das sieht ja völlig anders aus als vorhin. Haben wir jetzt wirklich zu 190% ein anderer Ausgang? Na gut, wir müssen also Bohnen züchten. Ach, die bewegen sich ja so komisch, ne? Wenn man dreht. Uah. Eine Truhe für... ein Böhnchen. Schön. Wirklich sehr schön. Das ist eigentlich so liebevoll versteckt. Ist einfach so ein... Oh. Ein Frosch. Du Arschritze. Oh. Harry, hier drüben. Dann noch einmal. Vorbei. Ich muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum. Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Kann der jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Das hat bei der ersten Variante nicht so komisch geklungen. Harry,
musste sie in Höhlen draußen im Garten. Hm. Du musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer und die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Na gut, machen wir das mal, meine Freunde. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, wir sehen uns bis in der nächsten Episode. Wir sind auf dem Weg. Ciao und tschüss.